Wie viel Getreide auf Crown Falls passt, fragt sich sicherlich schon die komplette Anno 1800 Community seit Release des Games. Und wir haben die Frage jetzt endlich mal beantwortet. Und daraus ist ein ja, richtiges kleines Stream-Projekt entstanden, das wir jetzt auch noch weiterführen werden. Und genau das stelle ich euch heute mal vor. Moin moin Leute, ich bin der Ole von den Flachbank-Ducks und ihr habt sicherlich schon am Titel, den Titel gesehen, euch ein bisschen gefragt, so wahrscheinlich, what the fuck, so, was ist das Ganze hier? Und ich zeige es einfach erstmal ganz kurz. Wir haben im Stream, jetzt kann es sein, dass es tatsächlich kurz etwas laggt, weil die Engine kommt nicht damit klar und wir mussten auch die Grafik runterstellen. Und zwar haben wir Crown Falls komplett eingedeckt mit Getreidefeldern. Wirklich jedes Feld, was nicht anderweitig benötigt wird. Ne? Eine Ölraffinerie brauchen wir halt für unsere Tankhöfe. Und wir brauchen auch einen Palast, wir brauchen ein paar Rathäuser, darauf gehe ich aber gleich noch ein. Haben wir hier wirklich voll geklatscht. Deshalb heute mal kein Tipps und Tricks am Sonntag, sondern einfach mal ja, eine leichte Übertreibung. Und damit ihr schon mal ein grobes Gefühl dafür habt, wie viele Getreidefarmen wir eigentlich haben. Wir haben 352 Getreidefarmen, 34 Handelskammern und 23 Tankhöfe. Und ja gut, einiges an Lagerhäusern noch, die sehe ich jetzt halt nicht, weil die ja schon ausgebaut sind. Deshalb. Aber egal, das kann man auch noch nachgucken, aber ist vollkommen egal. Und hier haben wir, by the way, mit einem echt lustigen oder praktischen Layout, das wir dafür auch entwickelt haben, komplett Crown Falls halt vollgehauen. Ich zeige euch einmal das Layout. Ich muss mal gucken, wir haben das nämlich nochmal an einigen Stellen ein wenig angepasst. Und zwar ist das hier hinten. Wir können nämlich jede zweite Farm können wir einen einrücken. Wir können theoretisch sogar noch eine mehr einrücken. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und zwar sieht man das hier. Hier sieht man auf der einen Seite, habe ich wirklich immer abwechselnd jedes einzelne eingerückt und ganz außen immer noch eine Getreidefarm ganz außen auch dran gestellt. Also direkt an die Straße, weil sie sonst nicht in der Handelskammer ist. Und was man hier auch noch machen kann, was ich jetzt aber nicht mache, weil ich dann Felder neu ziehen muss komplett. Ich kann theoretisch, ich kann es aber einmal zeigen, ich kann hier die Straßen wegnehmen. Ich kann dann den Tankhof drehen und die Getreidefarm hier theoretisch noch einrücken. Wenn ich auch noch das rüberschiebe und hier die Straße ziehe, denn dann haben wir hier trotzdem eine Straßenverbindung und haben noch ein bisschen mehr Platz. Man kann es theoretisch sogar noch weiter einrücken, aber machen wir jetzt nicht, denn dann müsste ich Felder neu ziehen und das ist ein bisschen beschissen. Und jetzt natürlich die Frage, wie viel Getreide kommt da eigentlich am Ende raus. Ich zeige euch erstmal, was rauskommt und dann zeige ich euch, was wir alles benutzt haben, um das zu pushen. Also sieht man eigentlich mal ganz schön, mit was man eigentlich allem Getreide pushen kann. Habe ich zwar schon mal ein Video zu gemacht, aber es ist nochmal ein ganz geiles Extrembeispiel eigentlich. Und wir kommen auf Crown Falls aktuell auf 3363 Tonnen Getreide pro Minute. Das ist verdammt viel. Und füllt mein 10.000 Warenlager in circa 3 Minuten. Wie man sieht, wir brauchen auch 184 Tonnen Öl. Wir haben ein Kraftwerk, um die Ölproduktion zu pushen. Das rechnet sich einfach. Und wir haben, ja theoretisch brauchen wir nur 70 Tonnen Öl, weil wir brauchen nur 70 Tonnen Treibstoff. Aber wir haben eine Überproduktion, weil mir das einfach lieber ist. Und das Öl importieren wir natürlich aus der neuen Welt, weil wir nicht an unsere Minen kommen. Die Minen können hier alle nicht genutzt werden. Dementsprechend können wir hier auch keinen Jörg von Meiching benutzen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wir alles nutzen tatsächlich, um diese Getreidefarm zu pushen. Natürlich, das ganze Ding ist hier kindersicher, das heißt, wir haben keine Katastrophenwahrscheinlichkeit. Was auch ziemlich wichtig ist bei den Produktionsraten, die wir hier kriegen. Und wir nutzen als allererstes mal die Items. Natürlich den stählernen Wunderpflug, den ihr über die den ihr über das Forschungsinstitut kriegt. Dann Feras Alzerami, Grüße gehen raus an Evid. Und den preisgekrönten Produzenten. Den kriegt ihr, die beiden kriegt ihr ja ganz normal bei Eli Bleakworth. Ich brauche die aber in so großen Mengen, dass ich die einfach AFK übers Forschungsinstitut forsche. Und wir haben noch ein weiteres Item, wo ich dann Feras ersetzen will. Und zwar den Bauerntölpe eventuell, weil wir, und dazu kommen wir gleich, damit jetzt Investoren versorgen wollen. Dazu aber gleich noch ein bisschen mehr. Und das sind eigentlich die Items, die ich hier drin habe, womit ich produziere. Dann habe ich als Push natürlich Traktorscheuen. Logisch. Und wir haben das Arbeitspensum erhöht. Dann haben wir aber auch noch die Ausstellung Ursprung der Menschheit, die uns 10% Produktivität bringt. Habe ich einfach erforscht.
Wir haben das Andenset, das konnte man einfach kaufen bei Isabel Sarmento. Und wir haben noch den Palast. Und der Palast pusht das Ganze nochmal extrem heftig. Denn wir haben im Palast das Ministerium für Arbeit mit aktuell 22% Produktivität für alle Gebäude in Handelskammerreichweite. So, ne? Das ist ja ganz normal. Das steigern wir aktuell noch weiter mit der Prestige-Bonus. Mehr dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Verlinke ich oben in der Infocard. Könnt ihr gerne mal abchecken. Und wir haben hier unten noch die Landbesitzreform drin. Und das Schöne an der Landbesitzreform ist, dass eigentlich alle Produktionsboni, die wir haben, sich addieren. Das heißt, wir haben 50% und 50%. Das heißt, die addieren sich, wir kriegen plus 100%. Die multiplizieren sich mit, nicht miteinander. Wenn sie sich multiplizieren, also wenn sie sich addieren, was sie tun, kriegen wir, können wir bei 200%. Wenn sie sich multiplizieren, würden wir bei 100, 225% landen. Das Schöne aber an der Landbesitzreform ist, dass die Landbesitzreform im Prinzip multiplikativ wirkt, weil wir bei jedem zweiten Arbeitsschritt, also am Ende noch einmal multiplikativ, weil wir bei jedem zweiten Arbeitsschritt ein extra Getreide kriegen. Das heißt, wir kriegen statt bei, wenn wir alle 30 Sekunden ein Getreide kriegen, kriegen wir zwei Getreide pro Minute plus ein sind drei Getreide pro Minute. Wenn wir es aber doppelt so schnell produzieren, kriegen wir statt vier sechs. Also es multipliziert sich immer. Das ist richtig nice. Natürlich auch wie bei den Traktorschweinen, wo wir bei jedem dritten Mal noch extra, hier ist es, Getreide kriegen, sodass wir insgesamt fast immer gleich die doppelte Menge an Getreide rauskriegen. Natürlich nicht ganz, aber ne, fast halt. Und dadurch produzieren wir jetzt halt, wie gesagt, unsere 3.363 Tonnen Getreide und auch 232 Tonnen Sekt, was by the way ziemlich nice ist. Jetzt hatten wir Crown Falls so gut wie fertig. Dann ist uns aufgefallen, okay, man könnte ja eigentlich weiter die Attraktivität pushen. Wir brauchen Attraktivität für den Palast, um halt diese Prestigestufen zu erreichen. Das heißt, wir haben uns ein Museum gebaut. Wir haben hier drin das Götter des Datasets, habe ich auch schon mal vorgestellt. Mit dem kriegen wir plus 30 Attraktivität für jede Handelskammer. Wir haben grob 30 Handelskammern, also knapp 1000 Attraktivität. Und 10 Einfluss sind ziemlich egal und das Ganze auch für Rathäuser. In dem Zuge haben wir dann gleich noch Rathäuser auf die Insel gezogen, aber immer nur an die Straßen. Also jetzt nicht so dicht wie bei einer Bewohnerinsel, sondern einfach an die Straßen dran, wenn es ging. Und haben uns über den Palast, den wir hier haben, über die Rathausreform nochmal 200 Attraktivität für jedes Rathaus geholt. Sodass wir mittlerweile bei 14.461 Attraktivität sind. Und das Ganze lohnt sich auch. Also es lohnt sich. Man kriegt dann pro Feld, man nimmt diese 16 Felder hier ja raus. Und man kriegt circa 230 Attraktivität pro Rathaus, wenn man es jetzt mal grob umrechnet, mit 4 bis 5 Rathäusern, die man hier platzieren muss für eine Prestigestufe, rechnet sich das auf jeden Fall locker mit der Produktivität, weil wir immer noch mehr als eine Getreidefarm wegstreichen können, die uns ja aktuell 6 Getreide pro Minute liefert. Und da kommen wir mit diesen plus 2% aufgrund der hohen Anzahl an Produktionsgebäuden locker hin. Das Ganze berücksichtigt allerdings noch gar nicht, was ich in die Rathäuser reinknallen werde, denn wir haben das internationale liberale Kunst- und Handwerksforum, das uns nochmal 50 Attraktivität hinzubringt. Und da kommen natürlich auch noch rein, wo sind sie jetzt? Das große Forum für Literatur und das große Forum Wissenschaft. Das heißt, wir kriegen nochmal zusätzlich 130 Attraktivität für so ein Rathaus und landen dann auf einmal bei 360 Attraktivität pro Rathaus, das heißt drei Rathäuser pro Prestigestufe. Gut, dann war Crown Falls soweit fertig, beziehungsweise Wheat Falls, wie es hier heißt. Und dann war so ein bisschen die Frage, was machen wir damit? Es gab Vorschläge, das Ganze komplett über Silos zu verfüttern, an Schweine und eine Schweineproduktion draus zu machen, aber kann man nicht bauen, geht nicht. Und deshalb haben wir angefangen, komplett im Cap Trelawney sogar. Ja, hier müssen wir den Kollegen gleich nochmal bauen, seid dann live dabei. Tankhof können wir immer noch nicht bauen, weil wir immer noch zu wenig Steine haben. Im kompletten Cap Trelawney Getreideinseln zu ziehen. Ja, die großen Inseln stehen noch, die Bevölkerungsinseln, aber die kleinen sind schon alle voll mit Getreide, bis auf einige wenige. Und damit produzieren wir tatsächlich komplett im kompletten Cap Trelawney oder Cap Wheatlawney ganz solide 4.200 Tonnen Getreide. Unser Ziel sind die 10.000. Mal gucken, ob wir das schaffen. Was wir damit aber auf jeden Fall machen werden, ist,
dass wir die alte Welt nehmen und in der alten Welt meine ganzen Attraktivitätsinseln austauschen werden durch Investoreninseln. Wir werden diese Investoreninseln aber komplett ohne neue Welt versorgen und komplett ohne jegliche andere Produktionsgebäude versorgen. Das heißt, unsere ganze Versorgung wird nur über Getreidefarmen abgewickelt werden. Deshalb kommt hier eventuell noch der Bauerntölpel rein, weil wir brauchen ja auch Zigarren. Es ist zwar nur alle 25 Arbeitsschritte eine Zigarre, aber Zigarren sind verdammt teuer und wir verlieren nur wenig Produktivität, wenn wir den Feras ersetzen. Und das wird sich wahrscheinlich rechnen. Einziges Problem an der ganzen Geschichte ist, man braucht verdammt viel Schrott verlorener Expeditionen, den man bei Nate farmen will oder muss. Man braucht ca. 30 Bauerntölpel, was dazu führt, dass man ca. 1500 Schrott braucht und die muss man auch erstmal zusammenfarmen. Wie das geht, habe ich auch schon ein Video zugemacht. Also heute wieder viele Verweise am Start. Und das wird unser Getreide-Imperium, unsere Getreide-Weltherrschaft soll das Ganze werden, die wir dann über Tauschgeschäfte in der Speicherstadt umtauschen wollen in, ja, ich sag mal, Verbrauchsgüter für die Investoren. Wir müssen nochmal gucken, wie wir das machen, ob wir erstmal Getreide in was anderes tauschen, was wir dann wieder tauschen, dass wir sozusagen durch Tauschen so ein bisschen die Waren erstmal vermehren und darüber dann die Investoren versorgen. Oder ob wir ganz stumpf direkt Getreide tauschen, da müssen wir nochmal gucken. Und ja, das ist, wie gesagt, ein Projekt, das im Stream entstanden ist, in Zusammenarbeit mit den Leuten im Chat. Also haben wir auch das Layout nochmal umgeändert und weiterentwickelt und alles. Und deshalb, wenn ihr noch nicht im Stream seid, wir waren gestern echt zwischenzeitlich, boah, wie viel waren wir? Wir waren ganz kurz 50 Leute. Danke Sasuno, by the way, nochmal für den Raid, falls du das hier siehst. Und ja, checkt den gerne mal ab. Wir streamen oder ich streame jeden Montag und Samstag jeweils um gegen 20.30 Uhr, 21 Uhr. Genau wann gebe ich in meinem Discord bekannt. Also hüpft auch mal gerne auf den Discord. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Und das war's auch heute schon wieder. Heute mal keine Tipps und Tricks am Sonntag. Mal so ein bisschen was anderes. Ich wollte euch mal zeigen, was eigentlich aktuell bei mir so abgeht bei Anno 1800. Wenn ich keine Tipps und Tricks Videos produziere. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank für die ganzen neuen Abos. Da geht auf jeden Fall ein dicker Kuss raus. Und auch danke für die Anno Union, bei denen ich im Beitrag erwähnt wurde. Und danke an Helge für den Hinweis. Das hätte ich so tatsächlich, habe ich das gar nicht gesehen. Ich habe gar nicht so weit runtergescrollt bei mir. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, macht's gut. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und Kanal abonnieren. Wir gehen jetzt doch ziemlich crazy schnell auf die 900 Abonnenten zu. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei Anno. Und ja, euer Getreidekönig Flachbank Ole wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.